Zurzeit gibt es sogar in Deutschland Polarlichter. Wir können sie fotografieren, wenn wir sie mit bloßem Auge noch nicht wahrnehmen können. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Tutorial. Und zwar von mir, von Angelika. Herzlich willkommen zum neuen Video. Die Sonnenaktivität strebt in den kommenden 2 Jahren einem Maximum entgegen und damit auch die Wahrscheinlichkeit, selbst in Deutschland Polarlichter fotografieren zu können. Es bieten sich traumhafte Gelegenheiten für Astrolandschaftsfotografen. Wer an der Entstehung dieser Leuchterscheinung interessiert ist, findet einschlägige Informationen auf Wikipedia. Hier geht es um die Planung und das Fotografieren. Dieses Foto habe ich im Januar 2022 in Luleå in Schweden mit dem Smartphone aufgenommen. Das dürfte trotz der hohen Sonnenaktivität in Deutschland schwierig werden und wenn überhaupt, dann höchstens an der Küste möglich sein. In Skandinavien sind die Erscheinungen einfach intensiver. Ich rate euch zu einer Spiegelreflex- oder Systemkamera mit Weitwinkelobjektiv, Stativ und Fernauslöser, wie ich sie im Video Ausrüstung für Landschaftsfotografie und Astrolandschaftsfotografie erläutert habe. Wann lohnt sich die Suche nach Polarlichtern? Das könnt ihr in verschiedenen Apps erfahren. Einfache Versionen gibt es häufig kostenlos und Pro-Versionen für wenige Euro. In der Smartphone-App Polarlichtvorhersage könnt ihr die international besten Standorte zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen. Wie hier gezeigt, sind sie um 10 Uhr morgens natürlich in Kanada und Nordamerika zu finden. Es gibt auch eine Vorhersage für die nächsten Stunden und Tage. Selbst die Wolkenabdeckung wird angezeigt, sodass ihr nicht noch zusätzlich in eine Wetter-App gehen müsst. Online gibt es polarlichtvorhersage.de speziell für Deutschland. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos war die aktuelle Polarlichtwahrscheinlichkeit sehr gering, erwartungsgemäß am frühen Vormittag. Hier seht ihr, wann die letzten Polarlichter in Deutschland gesichtet wurden. Es war in der Nacht vom 24. auf den 25.09. Die Mondphasen sind auch interessant. Die höchste Polarlichtsichtbarkeit besteht bei Neumond. Wenn ihr dann runterscrollt, seht ihr die Polarlichtaktivität für mittlere Breiten und für hohe Breiten. Hier ist eine Skala, je röter die Balken sind, desto höher ist die Polarlichtaktivität. In den nächsten Tagen ist sie mit dem Wert von 2 leider relativ gering. Zu beachten ist, dass der Mond nicht immer die ganze Nacht sichtbar ist. Die Mondphasen könnt ihr zum Beispiel der kostenlosen Wetter-App Clear Outside entnehmen. Hier in dem Kasten mit dem Mond könnt ihr sehen, wann er auf- und untergeht. Wenn ihr die Polarlichter seht, ist es einfach. Dann richtet ihr die Kamera auf sie aus und los geht's. Seht ihr trotz hoher Polarlichtwahrscheinlichkeit nichts, kann es trotzdem sein, dass ihr sie später auf den Fotos seht. Richtet dafür die Kamera nach Norden aus, denn das ist die grobe Richtung, in der die Polarlichter zu erwarten sind. Dabei kann ein Kompass hilfreich sein, den es inzwischen selbstverständlich auch digital gibt. Ich nutze beispielsweise die kostenlose App Kompass. Wer sich am Nachthimmel auskennt, kann sich selbstverständlich auch am Nordstern orientieren, denn er steht Richtung Norden, wie der Name schon sagt. Ihr findet ihn ganz leicht. Wenn ihr den großen Wagen habt, dann verlängert die hintere Achse ungefähr 5-mal und ihr landet beim Nordstern. Ich habe mir den Adlerfelsen des Königsteins der Teufelsmauer in Sachsen-Anhalt als Motiv gewählt. Wie im Video Kameraeinstellungen für Landschaftsfotografie und Astrolandschaftsfotografie erläutert, habe ich eine Belichtungszeit von 15 Sekunden gewählt, damit die Sterne rund bleiben. Die Blende habe ich mit 3.2 so weit geöffnet, dass mein Objektiv Nikkor 14 bis 24 noch scharf zeichnet. Die Brennweite habe ich auf 16 mm und die ISO auf 1600 eingestellt. Das war gegen 8:30 Uhr abends. Ich wusste natürlich nicht genau, wann die Polarlichter leuchten. Eine Garantie gibt es sowieso nicht. Deshalb habe ich meinen Fernauslöser auf die maximale Anzahl von Aufnahmen eingestellt, was bei mir 399 sind. Die Fotografie lief automatisch und ich konnte den wunderschönen Sternenhimmel genießen. Erst am nächsten Tag stellte ich bei der Bearbeitung fest, dass ich gar nicht lange gewartet habe.
Schon nach 10 Minuten zeigte sich der erste rötliche Schein am Himmel. Insgesamt konnte ich bis 21.15 Uhr 94 Fotos mit Polarlicht aufnehmen. Dann zogen Wolken auf und die Veranstaltung war zu Ende. Wenn ihr wollt, könnt ihr die einzelnen Bilder in eurer normalen Bildbearbeitungssoftware noch etwas hübscher machen. Ich zum Beispiel entferne Flugzeugspuren und zwar in Lightroom und bin hier auf den Reparaturstempel gegangen, den ich auf eine passende Größe einstelle und dann gehe ich mit dem Stempel über die Flugzeugspuren und weg sind sie. Wem die Polarlichter auf den einzelnen Fotos noch zu schwach sind, der kann zum Beispiel ein paar dieser Fotos decken. Ich nutze dafür die Software Sequitur. Klicke doppelt auf Star Images und gehe dann in den Ordner, in dem ich meine Bilder gespeichert habe. Wähle 5 Bilder aus mit der gedrückten Shift-Taste und der linken Maustaste, sage Öffnen. Und schon sind die Bilder da. Wenn ich will, kann ich das Basisbild noch ändern, wenn mir ein anderes Foto besser gefällt. Bei mir ist das in Ordnung. Und deshalb gehe ich hier unten auf Composition. Das bedeutet, dass die Sterne aufeinander ausgerichtet werden. Ich will allerdings den Vordergrund einfrieren, denn ansonsten würde mein Adlerfelsen ja verwaschen werden. Jetzt ist das Menüfenster zu klein in der Regel und ich muss es etwas hochziehen, weil ich nämlich die Himmelsregion markieren muss. Ich kann sagen, Sequitur soll mir dabei etwas helfen, muss allerdings vorsichtig sein und wirklich schauen, ob das richtig erkannt wird. Mit der linken, jetzt öffnet sich hier um den Cursor ein Kreis und wenn ich die linke Maustaste drücke, kann ich jetzt den Himmelsbereich markieren, indem ich über den gesamten Himmelsbereich hinwegfahre. Um das gesamte Video nicht zu lang werden zu lassen, verkürze ich das hier etwas. Wichtig ist noch, durch Drehen am Mausrad kann ich diesen Bereich, der markiert wird, entweder größer oder kleiner machen. Zum Beispiel habe ich hier Ecken im Felsen und deshalb wähle ich einen kleineren Anzeiger und so mache ich das mit dem gesamten Bild. Die letzten Schritte führe ich dann mit einem ganz großen Kreis durch und wenn ich fertig bin mit dem Markieren, drücke ich hier unten Start. Oh, was ich noch vergessen habe, ist Sequitur zu sagen, wo das Ergebnis speichern soll. Also wähle ich hier Output und sage ihm, er soll mir das in meinem Fall Polarlichter speichern. Ich muss noch einen Namen vergeben. Ich nenne das hier mal Sequitur und sage Speichern. Und der letzte Schritt ist, wenn der Output-File gespeichert ist, hier unten auf Start zu drücken. Dann öffnet sich ein Menü und es dauert gar nicht allzu lange. Dann erhalte ich die Meldung Completed Successfully, sage Closed und kann mir das Ergebnis dann anzeigen lassen. Diesen Trick habe ich auch bei meinem Bild von der Teufelsmauer angewendet, wo ich 5 nacheinander aufgenommene Fotos auf diese Weise überblendet habe. Anschließend habe ich das Bild in Lightroom und Photoshop bearbeitet. Eigentlich könnte ich das Tutorial an dieser Stelle beenden. Ich möchte dies jedoch nicht tun, ohne auf weitere Möglichkeiten hinzuweisen, wie ihr den Fundus an Fotos zusätzlich nutzen könnt. Das ist selbst in dem Fall möglich, wenn ihr mit den Polarlichtern kein Glück hattet. Ihr könnt zum Beispiel Sternstrichspuren, auch Star Trails genannt, erzeugen. Dafür steht auf https://startrails.de die gleichnamige Freeware zur Verfügung. Die Bildbearbeitung findet ihr auf der Webseite von Cellapix unter den Tutorials für Hobbyfotografen. Ihr könnt aus den Fotos auch einen Zeitraffer erstellen.
zum Beispiel mit der kostenlosen Software Timelapse Tool. Wenn ihr sie zum ersten Mal öffnet, werdet ihr gefragt, ob ihr lernen möchtet, wie man die Software benutzt. Nach einem Klick auf Ja erhaltet ihr alle notwendigen Erklärungen. Damit beende ich das Polarlicht-Tutorial. Ich drücke euch die Daumen, dass es euch gelingt, Polarlichter zu erhaschen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like. Informationen über zukünftige Videos erhaltet ihr, wenn ihr den Kanal von Cellapix abonniert.